Die 75. Verleihung der Golden Globes ist inzwischen Geschichte. Am Sonntag ist das Ganze über den roten Teppich gegangen. Und ein Eindruck, der besonders in Erinnerung bleiben wird, ist schwarz. Denn die allermeisten Stars hatten sich schwarz gekleidet, um sich mit der Bewegung Hashtag MeToo oder auch Time's Up zu solidarisieren. Und die allermeisten der Stars haben sich, wie gesagt, bei den Golden Globes 2018 in schwarz gekleidet, um so gemeinsam für diese Fälle zu sensibilisieren und darauf nochmal verstärkt die Aufmerksamkeit zu lenken. Im Nachhinein der Verleihung haben zwei Stars nochmal gesonderte Aufmerksamkeit erhalten, und zwar die beiden Stars Justin Timberlake und Barbara Meyer. Barbara Meyer hat aus dem Grund nochmal gesonderte Aufmerksamkeit erhalten, da sie als eine der wenigen Stars nicht in schwarz gekleidet auf dem roten Teppich erschienen ist. Sie hatte ihre ganze Aktion im Vorfeld auch auf ihrem Twitter-Account angekündigt, und grob zusammengefasst hat sie dort geschrieben, dass sie die ganze Hashtag MeToo-Bewegung absolut unterstützt und sie es allerdings dann nicht als zielführend ansieht, wenn alle Frauen in gleichen schwarzen Gewändern auf dem roten Teppich erscheinen, da Frauen jahrelang für ihr Recht gekämpft hätten, tragen zu dürfen, was sie wollen und was sie mögen und egal in welcher Farbe. Der Hintergedanke ihres Posts ist ja sicherlich gut gemeint. Andererseits muss man aber auch sagen, die Stars bzw. die weiblichen Stars haben auf dem roten Teppich bewiesen, dass sie eben nicht nur in einem schwarzen Gewand, quasi in einer schwarzen nonnenähnlichen Kutte vielleicht erscheinen. Nein, es gab unterschiedlichste wunderschöne Kleider. Für diese Aktion musste Barbara Meyer eben etliche Kritik einstecken. Oft wurde genannt, dass sie einfach nur Aufmerksamkeit haben wolle und sich so in den Mittelpunkt stellen würde. Hat sie ja letztendlich auch ein wenig geschafft. Bei Justin Timberlake verhält es sich mit der Kritik etwas anders. Sie richtet sich nicht auf sein Erscheinungsbild, denn er ist im schwarzen Smoking und sogar mit einem Time's Up-Pin an seinem Smoking, an seinem Sakko erschienen. Die Kritik bei Justin Timberlake richtet sich vielmehr darauf, dass er in seinem neuesten Projekt Wonder Wheel mit Woody Allen zusammengearbeitet hat und eben dieser stand in der Vergangenheit bereits schon des Öfteren unter dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs, und deshalb musste Justin Timberlake Kritik einstecken, dass er eben einerseits sich mit der Time's Up Bewegung solidarisch zeigen möchte, aber andererseits dann Projekte durchführt mit Personen, die eben unter dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs stehen. Man muss dazu allerdings auch sagen, dass bisher keiner der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs bei Woody Allen wirklich nachgewiesen werden konnte und sie einfach dementsprechend nur in der Luft hängen. Das heißt, man muss da auch immer vorsichtig sein, bevor man dann Leute vorschnell falsch abstempelt. Ja, das war es mit der kurzen, groben Zusammenfassung über die zwei Stars, die im Nachhinein der Golden Globe Verleihung 2018 nochmal für ein wenig Medienrummel gesorgt haben. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn dazu denkt. Ob ihr meint, das Ganze ist nur unnötig hochgekochte Gerüchteküche, oder ob ihr findet, ja, die Kritik ist schon berechtigt. Ich bin gespannt, und in diesem Sinne euch noch einen weiteren schönen Januar. Macht's besser. Ciao.